Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Sizilianisches Flair am Mittelrhein, das muss eine tolle Mischung sein. Im Rheinhotel Bella Vista in Braubach wird dieser Urlaubstraum wahr. In unmittelbarer Nähe zum Rhein gelegen, mit schönen Zimmern, Restaurant, Biergarten, Terrasse ausgestattet, empfiehlt sich das Hotel Bella Vista als perfektes Ziel für den kurzen oder längeren Aufenthalt. Die Familie Midiri kümmert sich um alle Belange der Gäste und des Hauses persönlich. Mein Name ist Roberto Midiri. Ich lebe in Deutschland inzwischen seit fast 29 Jahren. Als erster Start in Düsseldorf habe ich in Düsseldorf ja gelebt, circa 3 Jahre. Danach bin ich hier nach Koblenz, habe in Koblenz gearbeitet und weiter 2 Jahre später habe ich das erste Hotel in Koblenz eröffnet. Das war auf dem Mastersein und 2001 habe ich das Hotel in Braubach übernommen. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Von Sizilien zwar mit Naturschönheiten verwöhnt, fiel die Entscheidung für Braubach sehr schnell und sehr eindeutig. Der Blick und die Lage waren der ausschlagende Punkt, als ich eben das Hotel gesehen habe. Es kam für mich eben kein anderes Hotel in Frage. Ich musste es haben. Diese Anlage entsprach genau den Erwartungen, die Roberto Midiri schon lange mit sich trug. Doch am Anfang stand zunächst sehr viel Arbeit. Ich habe das übernommen, sehr hart gearbeitet. Seit 18 Jahren gebe ich mein Bestes und bin sehr zufrieden. Immer wieder wird das Haus optimiert, wobei es der Hotelier liebt, selbst Hand anzulegen. So ist mit den Jahren ein ausgezeichnetes und gefragtes Hotel mit ganz persönlicher Handschrift und viel Raum für einen entspannten Aufenthalt entstanden. Das Hotel Bella Vista bietet 12 Zimmer, alle Zimmer mit Bad und WC, alle Zimmer mit Fernsehen, mit Telefon, Wireless LAN in alle Zimmer empfangbar, sehr gut, sehr stark. 7 von den 12 Zimmer haben auch Balkon oder Terrasse. Alle Zimmer liegen auf der ersten oder zweiten Etage. Das Hotel bietet ja auch noch eine sehr schöne Außenterrasse zum Rhein hin, mit auch sehr schöner Gartenanlage, Liegewiese, Sonnenwiese, Biergarten. Also hier kann man schon gemütliche Stunden, Tagen oder hier auch nach dem Wochen verbringen. Auch Hoteliers dürfen träumen. Roberto Midiri hat vor einigen Jahren die Anziehungskraft des afrikanischen Kontinents entdeckt und mit viel Liebe und Kreativität eine Lounge geschaffen, die richtig Appetit macht auf Afrika, aber auch auf den Rest der Welt. Er bedauert aber, dass er trotz der landschaftlichen Schönheit nur wenige Landsleute an den Mittelrhein locken kann. Der Süditaliener oder an sich jeder, der nach Deutschland kommt, leider verbindet nicht sehr viel mit dem Rhein. Man weiß eben, dass der Rhein der längste Fluss Europas ist, außer das, was eben in Russland fließt. Aber gut, aber ansonsten, der Ausländer, sagen wir im Allgemeinen, weiß ja auch nicht genau, was alles hier gibt. Dass hier eben in diesem Mittelrheintal beispielsweise, dass es so schön ist, dass es zahlreiche Burgen gibt, dass der Rhein sehr viel Grün uns beschert und das Mittelrheintal auch ein sehr gutes Klima. Damals in Sizilien hat er das Meer schätzen gelernt, später in Deutschland den Rhein. Nicht am Wasser zu wohnen, kann er sich kaum vorstellen. Es ist die Weite, das Wasser dazwischen und das, was man eben verbindet. Also es ist Leben. Deswegen bin ich ja auch nach Braubach. Deswegen fühlte ich mich auch direkt wohl in Düsseldorf, weil in Düsseldorf ist ja auch der Rhein. Und im Rheinland fühle ich mich sehr glücklich, sehr wohl. Eine große Internationalität ist im Haus zu spüren, dazu die Lust zu reisen, Neues zu entdecken, aber auch die Zeit zu finden, um zu entspannen und zu genießen. Die große traditionelle Anziehungskraft zwischen Italien und Deutschland wird hier mit Leben gefüllt. Und das merkt man nicht nur am natürlich hervorragenden Cappuccino. Herrlich. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.